So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin Together und Koto hat es ja nicht sonderlich weit geschafft. Wir sind hier immer noch auf Route 210. Chris ist fast tot, aber Wuppan hat sich entwickelt. Okay. Ich werde ja erstmal wieder hier einen Supertrank. Das passt soweit. Dann hauen wir doch Neo hier mal wieder nach vorne. Okay, er hat ihm die Glut für den Nahkampf verlernt. Das ist gut so. Das wollte ich nur noch mal schauen. So. Dann machen wir mal die beiden hier. So. Wir wollen ja heute noch bis nach Elysis kommen und vielleicht noch ein bisschen weiter. Nee. Wasser und Elektro gegen Wasser und Elektro. Hier wird erstmal alles bedroht. Okay. Ich bin jetzt kein... Ich glaube, ich will Neo nicht wirklich da drin lassen. Oha, wir haben Donnerzahn mit drin jetzt im Moveset, okay. Ein Funkensprung sollte reichen, auch wenn ich einmal bedroht würde, es ist schließlich Gyarados. Natürlich. Das musste ja jetzt sein, ne? Eingefroren. Ich das wieder liebe. Eisheiler habe ich, glaube ich, nicht, oder? Aber wir haben eine Wilbierbeere. Okay. Bären, die ich glaube ich am seltensten benutze. Auf beiden einen Volltreffer. Ja, das ist ja sehr schön. Eine Synthese ist zu langsam. Weil die beide schneller als Wendigo sind. Nee, nicht Beutel. Ich wollte Funkensprung auf Gyarados machen. Ja, und das Right Shot gemerkt, dass ein Donnerblitz effektiver auf Wendigo ist als ein Ruckzuckhieb. Schon wieder eingefallen. Hey, das sind 10% Chance übrigens. Also nur mal so. Kann man jetzt so häufig mit 10% durchhexen. Das ist... Mir fehlen die Worte. Wieso hat er jetzt eigentlich den Biss verlernt? Das ist jetzt das, was ich am ehesten hier an hier bemängeln muss. Also, der hätte mir wirklich auch den Ladevorgang wegnehmen können. Na gut. Oh, und die Statik auch noch bekommen. Ja, super. Die hexen mir zu viel, die zwei. Zeichnen sich als Ass-Trainer, aber haben einfach nur Glück. Gut. Dann müssen wir mal wieder ein bisschen... Okay, wir haben hier einmal...
einmal einen Paraheiler für Chris. Ups, ich wollte noch... ich wollte es nicht prüfen, ich wollte es einsetzen. Dann kriegen die beiden jetzt noch einen Supertrank. Hier kommen wir erst mit Kraxler weiter. Sehr viele Astrainer auf dieser Route. Astrainer Cornelius mit einem Sichlor. Na dann, komm, probieren wir es mal, ob der Blizzard trifft. Und der überlebt das sogar. Ich habe Sichlors Spezialverteidigung nicht so gut in Erinnerung. Das jetzt gerne mit Chris machen, aber der hat ja leider keine Biss mehr, mit dem er hier noch zumindest neutral draufhauen kann. Dann packen wir doch mal den Killeraffen aus. Und komm, hier kriegst du einen Nahkampf. Gleich mal eine neue Attacke auspacken. Heiligungswerte sinken. Ein Voluminas. Das können wir wieder mit Neo machen. Voluminas hat zwar zwei verdammt starke Defferte, also sowohl physisch als auch speziell. Ja, da kann man das mal schön mit der Lake draufhauen. Donnerwelle. Ja, sehr schön. Na, wenigstens geht der Steinhagel von ihm jetzt noch daneben. Und das gibt wenigstens auch gute Erfahrungspunkte. Der nächste Partnerheiler. Okay, ich lasse die User auch mal vorne. Und da haben wir hier noch einen Ninja-Jungen. Einen Mutterpel, das ist. Level her haben sie jetzt wieder ganz schön angezogen. Giftbruder. Ey, was wollten hier heute alle mit euren Statusattacken? Ich hab nicht mehr unendlich Heil-Items. Hier in die Wasserlöse. Mal ein Level up. Gut, haben wir noch. Ja, wir haben noch Gegengift. Davon sogar noch relativ viel. TM30 Spuckball. Wer kann die lernen? Ich weiß, dass Wendigo sie lernen könnte, aber bei ihm bringt's nichts. Apropos Wendigo, dem wollte ich sowieso mal was beibringen. Nämlich den Schaufler. Weil Boden ist einfach eine super Coverage zusammen mit Pflanze. Und ich hau den Solarstrahl weg, weil den braucht er jetzt sowieso nicht mehr. Rasierblatt ist eh besser.
Es sei denn, die Sonne scheint. Ich könnte ihm Sonnentag beibringen, aber... So, nur mal schauen. Wer kann hier Spukball lernen, Alter? Nur Wendigo. Okay. Dann... Was wollte ich noch schauen? Aeroas, wer kann das aller lernen? Das könnte ich ihm auch beibringen, weil Flug covert sich da zusammen mit Pflanze und Boden auch nochmal extrem gut, weil Boden und Flug gibt sowieso eine perfekte Coverage. Komm, ich bringe sie jetzt einmal bei. Und dafür haben wir den Ruckzuck-Keep mal kurz raus. Die Synthese weiß ich auch schon, für was ich die dann ersetze. Wir kriegen ja später noch die TM für Kreuzschere. So, sonst noch irgendwas, was wir irgendjemandem beibringen können, wenn wir hier schon mal dabei sind. Jetzt gerade auf Anhieb nix. Okay. Dann machen wir hier jetzt einfach mal weiter. Haben wir wieder ein paar TMs verteilt. Ich weiß, ich könnte noch irgendjemandem Erdbeben beibringen, aber das habe ich eigentlich auch schon für jemand anderen geplant. So. Vergeltung, das haut uns jetzt um, oder? Ja, dachte ich mir. Gut, dann machen wir halt mit Chris fertig. Gut, dass Chris irgendwann noch Knirscher lernt, weil so habe ich wenigstens noch eine Gelegenheit, ihm die ganzen Elektro-Attacken noch mal ein bisschen zu verlernen. So. Ah ja, stimmt, da war ja auch noch einer. Okay. Damit wären wir doch fertig. Sind eh schon fast in die Lyses. Cyrus, oder? Also, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall kommt er dort wieder. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er da schon mal kämpft. Also ich weiß, dass da ein Unterschied in Diamant, Perl zu Platin ist. Ich meine, dass er in Platin kämpft. Okay. Jetzt haben wir hier einen Rauchball. Wieder. Er ist doch unser Auserwählter. Unser gesamtes Team ist eigentlich schon voll entwickelt, wenn man es mal so sieht. Und ich habe zwei meiner Pokémon noch nicht mal da. Wobei eins der Pokémon, die ich mir hole, entwickelt sich nur ein einziges Mal. Und das andere, das entwickelt sich überhaupt nicht. Hat daneben. Komm. Saat. Diese Attacke ist ebenfalls pures Entertainment. Und jetzt gleich ein Volltreffer. Gut, Hut hat eine gute Spätzdef, der war vielleicht sogar noch mal nötig. Okay, so. Jetzt haben wir alles auf Level 36. Noctu. Jetzt darf Chris ran. Hier auch auf die physische der Fall. Noctu hat wesentlich mehr Spätzdef als physische. Ich glaube, es hat eine 100er Spätzdef-Base, wenn ich mich nicht täusche.
Oh, schon wieder ein Volltreffer. So. Dann haben wir hier noch einen Veteran und das ist, glaube ich, der letzte Trainer, den wir hier noch zu bekämpfen haben. Ich packe jetzt mal Bendigo wieder nach vorne. Der hat ein paar neue Attacken zum Ausprobieren. Veteran Andro mit einem Tangela. Ja gut, da können wir ja gleich mal das Aeroas auspacken. Nicht die stärkste Attacke. Ein Tangela wird schon reichen. Also ich weiß, dass es nicht für einen One-Hit reicht, weil dafür ist Tangela einfach auf der physischen Seite ein bisschen zu bulky. Tangela hat eine wahnsinnige Def. Natürlich hat das jetzt nicht gereicht. Toxin. Ja, wenn wir schon gerade wieder bei den ganzen Statusattacken heute sind. Der nimmt es mit dem Stall bei dem Tangela irgendwie ein bisschen zu ernst. Ihn jetzt rausholen, weil sonst macht das Gift irgendwann zu viel. Ein Konita. Das kriegt eine Lake. Bamelin. Okay, komm. Auch wenn er vergiftet ist mit dem Rasierblatt, kriegt er das wenigstens schnell kaputt. Ich hätte es natürlich jetzt auch noch die Chris machen können, aber... Wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, hier das Rasierblatt wieder effektiv rauszuholen. Citrobeeren. Die anderen kenne ich nicht. Zumindest nicht vom Aussehen. Ach, Maronbeeren. Okay. Resistent die gegen Schlaf. Wikibeere weiß ich jetzt nicht. Das ist Gaufebeere. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht, was die macht. So, und wir sind in Elysis angekommen. Hier kriegen wir jetzt auch die nächste VM. Zwar eine ziemlich wichtige und sogar noch eine ziemlich starke. Nämlich Surfer. Vor den Ruinen steht ein seltsamer Typ, der aussieht wie ein Raumfahrer. Bei den Ruinen ist nichts Besonderes und gerade das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Der hat Nerven. Wenn ich jünger wäre, würde ich diesem Raumfahrer zusammen mit meinem Pokémon vertrimmen. Das hört sich nach Team Galactic an. Hier haben wir einen Drachenzahn. Okay. Das sind Bilder von Dialga und Palkia. So. Ein Galactica! Okay. Ja, gut, dass ich wenn ich nur jetzt noch den Schaufler beigebracht habe. Das ist eine Attacke, die ich normalerweise auf keinem Pokémon spielen würde, aber im Playthrough geht das immer, weil die Gegner wechseln sowieso nicht aus, wenn man irgendwie sowas wie einen Schaufler sehen.
Weil eigentlich könnte man da voll leicht im Gegner irgendwas reinwechseln. Man könnte der Gegner voll leicht in irgendwas reinwechseln. So. Also den ersten Kampf mit Cyrus will ich in diesem Part auf jeden Fall noch mitnehmen. Dann lasse ich Koto wahrscheinlich wieder ran. Ich mag die Galaktika-Musik. Das wird mir hier alles zu viel. Ich habe auch nur zwei Hände. Wieso alles doch ein Nichts? Da verschwinde ich besser. Oh, du warst großartig. Du bist vielleicht ein Trainer. Als Älteste von Elise spreche ich dir unseren Dank aus. Oh, der Talisman. Darf ich mit dem mal ansehen, Kindchen? Was sagst du? Cynthia hat ihn dir gegeben, damit du ihn mir bringst? Diese Cynthia. Sie ist übrigens meine Enkelin. Dieser Talisman wurde vor ewigen Zeiten hier in Elysis angefertigt. Er wurde zu Ehren der mythischen Gottheit hergestellt, die der Region Sinnoh ihre Gestalt gab. Es gab mehrere von diesen Talismanen und ab und zu findet man einen von ihnen. Wenn du schon einmal hier in Elysis bist, warum siehst du dir dann nicht einmal die Ruinen an? Ja, das müssen wir jetzt noch machen. Lucius untersucht die antike Höhlenmalerei. Die Wand ist voller mysteriöser Zeichen. Drei seltsame Symbole formen ein Dreieck. Und in der Mitte dieser Anordnung befindet sich eine glänzende Sphäre. Was hat das nun zu bedeuten? Die Höhlenmalerei scheint folgende Bedeutung zu haben. Einst gab es einige Wesen. Sie waren mächtig und wurden in ihrer Zeit deswegen verehrt. Es gab drei Pokémon, deren Kraft der eines jeden der Wesen gleichkam. Diese schufen ein Gleichgewicht zwischen sich und jedem der Wesen, indem sie eine Pyramide bildeten. Das ist eine alte Legende aus Sinnoh, die man sich noch heute in Elysis erzählt. Ich wüsste gern mehr über diese Legende, wenn es dir recht ist. Wer mag das wohl sein? Ich heiße Cyrus. Ich bin entschlossen, dem sinnlosen Streiten, den Feindseligkeiten ein Ende zu setzen. Ich strebe nach der Macht, um eine ideale Welt zu gestalten. Antworte mir also. Die heutige Welt kann sich nicht verändern, da die drei Pokémon sie im Gleichgewicht halten. Willst du das damit sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sich diese Welt im Gleichgewicht befindet. Ich bin recht zufrieden mit der Welt in ihrem jetzigen Zustand. Deine Frage interessiert mich nicht. Du gibst also vor, dass es dir gleich ist? Wie unsinnig. Du willst doch einfach nicht zugeben, dass diese Welt nicht vollkommen ist. Ich werde die Welt verändern. Im ersten Schritt werde ich diese Höhlenmalerei zerstören, die du all die Jahre bewacht hast. Eine neue Legende einer neuen Welt soll ihren Platz einnehmen. Das ist der falsche Weg. Wenn du so denkst, dann fordere mich doch heraus. Ja, immer her damit. Ich kenne dich, Trainer. Wir sind uns im Kraterwerk begegnet. Warum willst du diese unvollkommene Welt beschützen? Ich als Anführer von Team Galaktik werde dafür sorgen, dass du deine Fehler einsiehst. Ja, geiles Battle-Theme. Herausforderung von Galaktik-Boss Cyrus. Und er schickt einen Sneebel in den Kampf. Und da habe ich mit Wendigo jetzt überhaupt nichts gegen. Ich wechsle da mal auf Wupan aus, weil der kann gegen Sneebel noch am meisten machen. Das ist so ziemlich der Hardcounter, weil beide seine Typen, die beiden von Sneebel kontern. Okay, ein Kreideschrei, das macht mir jetzt nichts aus. Ich mache hier einfach einen Tempohieb. Das sollte reichen, weil Sneebel hat eine doppelte Kampfschwäche. Reicht 37. 5 Verteidigung. Ah, lieber. Ein Gulbahn. Ja, da möchte ich wechseln. Das ist was für Chris. Ich liebe Cyrus Battle Team. So schade, dass wir das jetzt nicht allzu lange hören werden. Aber das war auch schon schneller als wir. Na gut, Luxray ist nicht unbedingt das Schnellste.
Bulbat ist relativ schnell. Oh, und wir haben ihn paralysiert. Das gibt uns jetzt auf jeden Fall den Erstschlag. Ah, hat einen Hypertrank, natürlich. Hilft ihm trotzdem nichts. Wir sind zwar gerade schwer vergiftet, aber... wir können ihn trotzdem noch two-hitten. Und jetzt muss er raus, weil durch Giftsam-Gift ist toxisches Gift. Kramurks, ja, da würde ich ihn jetzt am liebsten drin lassen, aber gut, probieren wir es mit dem Blizzard von Neo. Wobei es ist ja nur ein Kramurks und noch kein Kramchef. Machen wir lieber nur mal sicher mit Lake. Oha, der ist sogar noch über der Hälfte. Okay, probieren wir es einfach. Blizzard. Und Zeit, dass du den Surfer kriegst. So, Galaktikos Cyrus ist besiegt. Erstaunlich. Durch deine Einstellung, Älteste, habe ich erfahren, was ich wissen wollte. Wenn die Wesen der Zeit und des Raums zusammengebracht werden, dann sind sie unaufhaltsam. Was für ein äußerst merkwürdiger Mann, so einen Unsinn zu verbreiten. Zeit und Raum sind nur voller Erinnerungen und Gedanken zahlreicher Menschen und Pokémon. Diese Welt ist so wunderschön, warum sollte man sie verändern wollen? Ach ja, ich habe hier etwas für dich, das dir vielleicht nützlich sein wird. Es gehörte meiner Enkelin, aber sie braucht das nicht mehr. Da haben wir VM3-Surfer. Wenn ein Pokémon Surfer gelernt, kann es sich über Gewässer und Meere tragen. Du warst mir eine große Hilfe und das ist mein Dank dafür. So, ich bringe jetzt Neo noch den Surfer bei. Ich könnte es zwar auch ihm beibringen, aber der braucht den Surfer sowieso. Der Surfer ist eine saustarke Attacke. Und dafür tun wir die Lake weg, weil ich brauche die Wasserdüse noch als physische Attacke. Die Wasserdüse kommt dann weg, sobald wir Kaskade haben. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber... so, ich mache hier jetzt einen Stopp in der Aufnahme. Ich bin eh schon wieder bei 27 Minuten und wir sehen uns in der übernächsten Folge dann wieder. Bis dahin, macht's gut.